machen in Deutschland die Wirtschaft sagt, sie braucht Fachkräfte in Deutschland. Dann sollten sie gefälligst ausbilden. Auch wenn es nicht mehr genügend Kinder gibt, um unseren Sozialstaat zu finanzieren? Einstweilen gibt es noch genügend Kinder und einstweilen gibt es innerhalb der Europäischen Gemeinschaft Freizügigkeit. Mhm. Das heißt, wir werden es zu tun haben mit der Einwanderung polnischer Arbeitskräfte, wir haben es zu tun mit der Einwanderung tschechischer Arbeitskräfte. Es gibt keinen Mangel einstweilen an Menschen bei uns. Das ist ein Irrtum. Aber die Wirtschaft soll gefälligst die Leute ausbilden. Natürlich wird es im Laufe dieses Jahrhunderts dahin kommen, dass ein und derselbe Mensch im Laufe seines Lebens mindestens zwei, vielleicht drei ganz verschiedene Berufe ausübt. Mhm. Ich kann nicht einen 65-jährigen Omnibusfahrer der Hamburger Hochbahn AG noch mit 66 oder 67 einen Omnibus fahren lassen. Aber er ist noch arbeitsfähig, warum soll er nicht an einem Schreibtisch sitzen und einen Computer bedienen? Das muss er allerdings nicht dann mit 66 lernen, das muss er dann eigentlich schon mit 48 oder 52 lernen. Also brauchen wir keine Zuwanderung der Fachkräfte wegen oder des Arbeitsmarktes wegen, nein. Ihrer Meinung nach? Nein. Zuwanderung aus fremden Zivilisationen schafft mehr Probleme, als es uns auf dem Arbeitsmarkt an positiven Faktoren bringen kann. Zuwanderung aus verwandten Zivilisationen, zum Beispiel aus Polen, ist problemlos. Zum Beispiel aus Tschechien, mhm, ist problemlos. Zum Beispiel aus Österreich, ist problemlos. Aus Italien, ist problemlos. Es fängt an bei etwas östlicheren Gegenden. Mhm. Zum Beispiel Zuwanderung aus Anatolien ist nicht ganz problemlos. Mhm. Zuwanderung aus Afghanistan bringt erhebliche Probleme mit sich. Zuwanderung aus Kasachstan bringt Probleme mit sich. Es sind andere Zivilisationen. Nicht wegen ihrer anderen Gene, nicht wegen ihrer anderen Abstammung, aber wegen der Art und Weise, wie sie als Säugling, wie sie als Kleinkind, wie sie als Schulkind, wie sie als Kind in der Familie erzogen worden sind. Herr Schmidt, wir werden viele Fragen heute nicht mehr klären können, aber in alter Tradition würde ich gerne versuchen, eine schnellere, kurze Runde zu machen mit Dingen, die wir streifen. Wichtig erscheint mir die Frage, weil Sie ein China-Freund sind, war es richtig, den Friedensnobelpreis in diesem Jahr an den Chinesen Liu Xiaobo zu geben? Ich habe mich gewundert über die Vergabe dieses Friedenspreises. Ich hatte mich das vorgestellt, dass irgendwelche Samen frisst. Es geht kein Molekül verloren. Das war Ihre Meinung. Und die hat mich immer überzeugt. Sie haben mit Ihrer Frau über alles geredet, glaube ich, über alle Fragen dieser Welt. Haben Sie über das Sterben auch geredet? Haben wir getan, ja. Mehr als einmal. Hatte sie Angst davor? Nein. Sie hatte keine Angst und ich habe auch keine Angst. Henning Foscherau hat in einer sehr, sehr bewegenden Trauerrede über Sie gesagt, Helmut, du musst uns dabei helfen, damit aus den abendlichen Alleinsein in Langenhorn nicht Einsamkeit wird. Lassen Sie Ihre Freunde helfen? Einstweilen noch nicht. Einstweilen ist es noch nicht notwendig. Aber Sie würden dann? Wahrscheinlich. Es gibt ein letztes Buch, das wir auf diesen Tisch legen wollen. Ihre Frau war sehr aktiv in diesem Jahr und sie hat drei Bücher gemacht. Ja. Und das dritte ist gerade erschienen. Ja. Haben Sie es schon gesehen? Ich habe es im Manuskript gelesen. Es hätte Sie gefreut, das noch zu sehen. Hm. Davor kam eins, das hieß, ich glaube, auf dem roten Teppich. Als die ersten Belegexemplare kamen, habe ich es ihr eins gezeigt. Aber sie hatte nicht mehr die Kraft, es aufzuschlagen. Dies hat sie nicht mehr miterlebt. Das Manuskript hat sie noch
durchgesehen. Herr Schmidt, Sie feiern in der nächsten Woche Ihren Geburtstag. Also Menschen feiern Ihren Geburtstag. Dann kommt Weihnachten, am Tag danach. Wie werden Sie das dieses Jahr begehen? Beide Tage. Das ist eigentlich eine etwas zu private Frage. Jedenfalls wird die alte Tradition nicht gebrochen, dass eine kleine Zahl alter Freunde eingeladen wird und wir gemeinsam zu Abend essen. Dann wünschen wir einen guten Abend.